Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen diesen wunderschönen grünen Kajalstift von Catrice gekauft in der Farbe Don't Be Mean to Green. Ich habe von euch einige Requests bekommen, wie man diesen grünen Kajalstift am besten trägt, mit welchen Farben man ihn kombinieren kann. Die erste Variante ist ganz klassisch, ihr benutzt den Kajalstift einfach als Kajalstift und macht euch oben und unten einen Lidstrich. Zweite Variante, ihr gebt einen hellen cremefarbenen Lidschatten auf euer komplettes bewegliches Lid. Ich habe in meinem Fall von Catrice den gebackenen Lidschatten in der Farbe 030 Vanilla Skyride. In die Lidfalte habe ich von Alverde diese Farbe hier gegeben, das ist das Quattro 37 Chocolate, um dem Auge mehr Tiefe zu verleihen. In Variante 3 habe ich den grünen Kajalstift mit einem rosa Lidschatten kombiniert. Ich habe von P2 aus der Summer Mission Look LE die Farbe Summer Breeze verwendet. In die Lidfalte habe ich wieder von Alverde, dem 37 Chocolate Quattro, diesen Ton gegeben. In Variante 4 habe ich den Kajalstift mit einem grauen Lidschatten kombiniert. Das ist jetzt allerdings ein bisschen schief gelaufen. Ich habe zuerst von Catrice diesen Ton hier, Sitting on a Volcano, auf dem beweglichen Lid verteilt. Dann war mir das aber doch zu dunkel. Deswegen habe ich Corail's Philosophy oben drüber gegeben und den grauen Lidschatten dann quasi dafür verwendet, um ihn in der Lidfalte dunkler zu machen. Ich würde euch raten, ein helleres Grau zu nehmen oder eben eine Schlammfarbe wie jetzt Corail's Philosophy oder ein helleres Grau und das dunklere Grau dann für die Lidfalte. In Variante 5 habe ich lila Lidschatten verwendet, als Beispiel von Catrice die Farbe Where's My Caddy Lilac und für die Lidfalte einen grauen Ton Sitting on a Volcano. Jetzt kommt der letzte Look, Variante Nummer 6. In diesem Fall habe ich Grün mit Grün kombiniert. Einmal habe ich den gebackenen Lidschatten von P2 verwendet, Midnight Fantasy aus der Sunlove LE. Und für die Lidfalte Summer Nights ein lila Ton. Mich würde jetzt natürlich noch interessieren, welche Variante euch am besten gefallen hat. Welchen Look würdet ihr nachschminken? Wie würdet ihr vor die Tür gehen? Oder fällt euch vielleicht noch eine Farbe ein, mit der man grünen Kajalstift gut kombinieren könnte? Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!